aus dem Matthäusevangelium. Jesus sprach, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht. Wie die Heuchler, sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Was meint Jesus hier mit Lohn, Vergeltung? Die einen haben ihn schon, du sollst es bekommen. Es geht hier nicht um eine Belohnung, irgendwie, wie das manchmal so Vorstellung ist, am Ende des Lebens, da wird alles aufgewogen und dann kriegst du halt die Belohnung, sondern es geht um etwas, was wir jetzt schon erfahren können. Der Lohn, um den es hier geht, ist ein intensiveres Leben. Und das ist dann ein höherer Lohn, den Jesus hier sagt, als den die haben, die öffentliches Ansehen haben, weil sie so toll fasten und sowas. Nein, dieses intensivere Leben, dieser eigentliche Lohn, das ist etwas viel, viel Nachhaltigeres. Dafür braucht es vor allem ein Gleichgewicht zwischen unserem Inneren und dem Äußeren. Da liegt vielleicht eines der großen Probleme, dass wir so stark außen fixiert sind. Das ist so wie ein schmaler Trampelpfad, vielleicht auf einem Gebirgsgrat oder sowas, wo ich nur mit einem guten Gleichgewicht von innen und außen auch vorankomme. Damit können wir unseren Lebensweg vergleichen. Und der ägyptische Mönch Matthäus el-Meskin, der hat mal gesagt, ja, in dem Sinne ist die Fastenzeit ein Wiederfinden des Weges, des guten Lebensweges. Der Apostel Paulus schreibt dazu im 2. Korintherbrief, lasst euch mit Gott versöhnen. Und das Wort versöhnen heißt im Griechischen wörtlich so viel wie lass auswechseln. Ja, also komm weg von den falschen Erwartungen an Gott, den überzogenen Erwartungen an ihn, überzogene Erwartungen an das Leben, auch dann unsere überzogenen Erwartungen aneinander. Und stattdessen lass dich auf den Weg mal locken, zu dem Gott dich einlädt. Nicht nur deine Vorstellung, sondern der sieht da ganz, ganz anders auf dich. Es gehört zu uns Menschen, wir sind keine Maschinen, dass wir nicht einfach laufen, also im Sinne von einfach funktionieren. Sondern es geht darum, dass wir zeitlebens versuchen, uns positiv gestalten zu lassen oder an uns zu arbeiten. Und das ist dann auch keine Frage des Alters. Ne? Manche Leute sagen, ja, 60 brauche ich nicht mehr fasten, Kirchengebot. Nee. Also so einfach ist das nicht. Das ist hier etwas, was wirklich zeitlebenslang gilt, dass wir da an uns arbeiten können, uns gestalten können, positiv. Und das, was jetzt konkret Fasten bedeutet, ist deshalb eine Übung. Ja, es ist ein konkreter Verzicht. Da muss ich gucken, was das für mich bedeuten kann. Aber es braucht wirklich etwas Konkretes, denke ich, um dann eben innerlich frei zu werden, weil eben der innere und der äußere Mensch zusammengehören. Und das innerlich frei werden ist das Kriterium, nicht die Leistung. Manchmal gibt es das ja heute so, ich mache eine Challenge mit, um hinterher sagen zu können, ja, ich habe es auch geschafft. Darum geht es hier nicht. Deswegen möchte ich auch gar nichts weiter zu Fastenübungen sagen, weil da soll man gar nicht drüber reden mit anderen, sondern das sind Dinge, die man sich selber setzt. Wichtig, glaube ich, ist auch wirklich, dass es auch konkreter, äußerlicher Verzicht ist, damit das dann eine Rückwirkung haben kann, im Blick auf so die Ganzheitlichkeit von uns Menschen. Also tatsächlich hat es mit einer Disziplin zu tun, die aber dann gut tut. Darum geht es und nicht so, oh, muss ich darauf verzichten, sondern das werden wir merken, wenn es richtig ist, wird es uns auch gut tun. Wichtig ist dabei, dass der Wille zum Anfang zählt. Immer wieder. Auch wenn ich da mal merke, nee, das hat jetzt nicht geklappt, der Verzicht, bin da schwach geworden oder was. Das ist nicht schlimm. Das ist normal. Ja, der Wille zum Anfang zählt und den Anfang als normal anzuerkennen, ist absolut wichtig. Es geht hier nicht um einen Vorwurf, wenn du was nicht geschafft hast. Also Fasten hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Mit unserem Perfektionismus, den wir uns oft so um die Ohren knallen, machen wir es uns nur selber schwer. Ich finde das teilweise furchtbar hier bei uns. Immer wird nur geguckt, wo macht einer einen Fehler? Da haben wir falsch gemacht. Ne? Darum geht es hierbei nicht. Also es zählt der Wille zum Anfang, auch wenn du dann mal wieder von dem Weg, den du dir eigentlich gesetzt hast,
abbekommen bist. Das, worum es geht, ist die innere Verlebendigung. Und das, was uns nicht gut tut, auch in manchen Gewohnheiten, das ist das ja, Ungesunde, ne? Das körperlich wie seelisch Ungesunde. Das steht in der Wechselwirkung. Und das ist das Erstarrte, wo ich eben nicht mehr anfange, wo ich mich nicht mehr gestalten lasse. Alles in allem können wir das, glaube ich, nur begreifen von Ostern her. Und die Fastenzeit ist nicht einfach nur die Vorbereitung auf Ostern im Sinne, jetzt mache ich mal eine Einschränkung, beiß auf die Zähne und Ostern kann ich wieder Vollgas geben. Nein, das, was wir jetzt einüben, äußerlich wie innerlich, also die Intensivierung des Lebens, das ist tatsächlich schon der österliche Weg, auf den wir dann kommen. Ostern bedeutet, dieser Weg ist offen. Ja, der ist dir geöffnet. Und jetzt versuchen wir immer wieder neu eben auf diesen heilsamen, auf diesen guten, diesen Weg zu kommen, der uns das Leben intensiver und schöner macht. Und zwar spürbar, glaube ich, schon jetzt. Amen.